Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mount & Blade Warband. Wir wurden in der letzten Folge von König Gravet selbst persönlich angegriffen. Er hatte 400 Mann in seinem Schlepptau und jetzt sind nur noch 100 übrig. Ja, wir haben aber nur 80 Mann. Von denen sind extrem viele verletzt. Effektiv können wir kaum kämpfen. Da hilft es mir auch nichts, wenn da irgendwelche Leute im der Umgebung rumreiten und werde erst ausharren müssen, bis meine Verteidigung wieder steht. Allerdings, wenn er wirklich als Verstärkung noch dabei wäre, hätten wir eine Chance. Ja, mit 55 Mann werde ich aber seine 100 nicht einheizen können. Also so ging es schon. Nicht mich. Nicht mich. Jetzt hat er Angst. Ja, schon wieder wird eine kleine Ortschaft von uns überfallen. Er hat Angst vor dem König Gravet. Ich habe im Moment noch keine Truppen, um ihn aufzuhalten. Mit 57 ist... bin ich nicht in der Lage, 120 zu stoppen. Sehen wir der Sache ins Auge. Also ich wäre schon in der Lage, aber es muss nicht sein. So, und hier können wir jetzt mitmachen. Hier helfen wir unseren Verbündeten. Freunde, 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 ganz Vorsicht, wir bleiben hier. Infanterie 20 Schritte vor, Kavallerie 10 Schritte vor. Mir fehlt es an Fernkämpfern, mal wieder. So, Truppe steht, ich gehe mal wieder vor und schaue, wo der Feind bleibt. Vielleicht kann ich auch noch den einen oder anderen ärgern und mal die Kräfte des Feindes etwas genauer in Augenschein nehmen. Ja, Armbrustschützen mal wieder. Einmal eine Truff semmeln und da haben wir doch gleich mal einen Truppenführer. So, das sieht doch mal gut aus. Das war nur ein Landsknecht. Ach du meine Güte. König Gravet ist zu Fuß unterwegs oder ist gar nicht dabei? Vielleicht bin ich besiegt worden. Gut, nehme ich in Kauf. So, und wir schicken mal die Kavallerie los, weil alleine möchte ich das Ganze hier nicht mehr erdulden. Die Armbrustschützen haben ja nichts anderes zu tun, als auf mich zu schießen. Und wenn die Kavallerie dabei ist, haben sie wenigstens ein paar Ziele mehr. Autsch. Ah, verfehlt. Das war aber weit verfehlt. Jetzt aber erstmal ein bisschen die feindlichen Reihen ausdünnen. Nach Möglichkeit. Und wieder weg. Alter. Das ist doch nicht normal, oder? Oh, das war gut. Versuchen wir hier gleich nochmal. Das war nicht so gut. Das war besser. Voll, wieder mal getroffen. Ja, geh doch mal weg. So, hörst du auf, nach meinem Pferd zu schlagen? Das kann ich mal gar nicht leiden.
Noch weniger, wenn du nach mir schlägst. Also auch gleich das unterlassen. Oh, sehr schön. Endlich, endlich, endlich. Kommen wir mal dazu, hier im Nahkampf den einen oder anderen auszudünnen. Ja. 10 Schaden, wie kriegt denn der das noch hin? Verdammt. Naja. Wir lassen das Ganze mal so vonstatten gehen. Was? Noch ein Versuch? Was? Nö, das machen wir so nicht. Das sollen unsere Verbündeten für uns erledigen. Ja, die werden jetzt erstmal den schön aufmischen. Irgendwer hat eine Belagerung angefangen bei unserer Stadt. Es geht hier aber auch drunter und drüber. Ach nee, das war noch die Belagerung vom König damals. Alles klar. Kein Problem. Wir schauen noch kurz in der Schenke nach. Es gab keinen Nachschub. Dann warten wir hier erstmal eine Weile. Ja, es werden immer noch weitere Dörfer überfallen. Da müssen wir durch. Da können wir jetzt erstmal nichts gegen machen. Und wir haben den König besiegt. Sehr schön. Auch wenn die Feinde sich jetzt momentan wieder versuchen, über unser Land herzumachen. In vielen der direkten Duelle sind wir ein wenig überlegen. So, das reicht. Schauen noch mal ganz schnell in der Schenke nach. Lösegeldhändler. Nicht ganz nötig, aber immer willkommen. Alles mal schön verkaufen, was wir hier an Gefangenen haben. Sehr schön. 55 Leute, das ist ja gar nichts. Stadtverwaltung, Botenstation. Oh, sehr gut. Alles mal schön ausbauen. Und jetzt gehe ich mir erstmal Rekruten sammeln. Da ist geplündert worden. Das Dorf existiert. Dann gehen wir dahin. Oh gut, da sitzt auch momentan ein Fürst drin. Der kann die Verteidigung ein bisschen mitführen. Und noch ein Korn, das nehmen wir auch mit. Ich brauche neue Nahrungsmittel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich brauche neue Nahrungsmittel. Yay, Nord ist auf unserer Seite, zumindest indirekt. Die erklären nämlich den Roddok den Krieg. Oh oh. Ja, ich brauche erstmal Leute, um da wieder mitmischen zu können. Da wurde geplündert, da ist noch nicht geplündert worden. Sehr gut. Gut, die sind auf dem Weg zur Verteidigung des Dorfes. Vielleicht können sie noch den einen oder anderen Fürsten vertrimmen. Körner, ich habe genug Körner, ich brauche mir was anderes zum Essen. Ich brauche nochmal einen Heiler oder irgend sowas in der Richtung, weil meine Leute bleiben einfach verdammt lange verletzt. Hier machen wir noch eine Botenstation hin, einfach weil wir es können. Hier können wir vielleicht noch ein paar Elitekämpfer oder irgendwas in der Richtung rekrutieren, das wäre echt toll. Und da stehen welche. Schwertkämpfer nicht ganz so toll, aber okay. Hier reisender Schankwirt. Ein Humpen auf unsere Kosten. Wir wollen es ja noch ein bisschen bei den Dorfbewohnern lieb Kind machen. Das haben wir uns verdient. Essen, yeah! Richtiges Essen. Käse und Dörfleisch und nicht nur Brot und Korn. Über sowas. Nein, ich wollte eigentlich nicht warten. So, weiterreiten. Perfekt. Dann holen wir uns noch ein paar von den
Evadin-Truppen mit. Ach, das Schlichten des Streites ist fehlgeschlagen. Ach ja, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich noch irgendwo einen Streit schlichten wollte. Das gab uns richtig zu denken. Wir werden solche Aufgaben einfach nicht mehr annehmen oder gar nicht mehr ausrufen. Brot und Tuch, das ist nicht nützlich. Auf nach Kurav. Ja, die beruhigen sich auch wieder. Der ein oder andere beruhigt sich auch wieder, das ist alles schon mal gut. In die Schenke. Haben wir dann Rolf oder... Nein, die wollen wir mitnehmen, das ist gut. Ja, gut. War erst im letzten irgendwo in der Stadt ein Fest spendiert, deshalb können wir diesmal nicht. Nehmen wir uns mal 3, 4 Fische mit. Hier passt schon. Tja, die normale Belagerungsarmbrust habe ich schon. Schade, dass es die andere nicht gibt. Reiten wir weiter. Wie viele Truppen können wir überhaupt noch mitnehmen? Viele. Noch sehr viele. Ja, sie plündern schon wieder unsere kleinen Dörfer. Machen wir da oben. Sultanat, dann nochmal das Sultanat. Wenn ich die hier wegkrieg, müsste ich mich hier um das Ding kümmern. Wo ist denn jetzt da die Stadt? Hier, jawohl. Essen, Gewürze, naja, Wolle, naja. Nicht so interessant. Gucke ich mir gleich an, wo ich noch diese Stadt finde. Leg dich mal dahin. Darum geht's. Hier die Stadt, auch dem Sultanat. Ja, die Frage ist, wo vertreibt man das Sultanat am ehesten? Aus dem Süden, aus dem Norden? Ich glaube aus dem Norden. Weil, wie ich gemerkt habe, waren die Belagerungen für die Südstädte und Dörfer und Burgen immer extrem langwierig, weil wir lange Wege laufen mussten. Weiß Gott warum. Hat mir nicht so gut gefallen bis jetzt. Wir könnten natürlich auch hier die Burg einfach mal einnehmen, um intern wieder die homogene Masse herzustellen. Ja, das war klar. Das war mir so klar. Botenstation ist ganz wichtig. Botenstationen sind nützlich. Man kriegt wenigstens gesagt, dass die Dörfer überfallen werden. Man tut zwar nichts dagegen, aber man kriegt es zumindest gesagt. So, ab zur Stadt. Auf in die Schenke. Vorne stehen auch irgendwelche Soldaten, die nehme ich mit. Krankmaid. Ist noch nicht so weit. Schade, ich hätte... Nisa... Kann ich dich... Hatte ich nicht irgendwann... Nee. Denke nicht. Danke. Weg, weg. Will dich gar nicht mitnehmen. Ich wollte nur gucken, ob ich dich schon kenne. Ja, der hat auch nur Blödsinn dabei, um es ehrlich zu sagen. Buchhändler, ein Buch. Verdammt. Okay, hier brauchen wir auch nicht rumlaufen. Wenn wir den Markt checken. Klar, ja, Bogen. Aber eine Armbrust kriege ich wohl nie. Eigentlich schade. Bisschen. Gut, Stadt ist auch soweit fertig. Könnt jetzt wieder eine Truppe zusammenrufen. Oder ich schaue mir jetzt einfach mal so an, was da in der Gegend rumkreucht und fleucht. Fahren wir dann erstmal über das Dorf hier.
unten im Süden, die Stadt, die jetzt Nord ist. Das ist die einzige Stadt, die ich mit einem Fehlklick leider an einen Vasallen abgegeben hatte. Prompt ist der zu einem anderen Reich übergelaufen. Also, irgendwas stimmt doch mit den Leuten nicht. Diese Spione, diese Verräter. Aha, das ist hier mit der Nähe von Kurav entdeckt worden. Da sollten sich eigentlich unsere Leute mal ein bisschen drum kümmern. Die haben ja Dörfer rundherum. 8000 Erfahrungspunkte, die wollen wir doch gleich mal auswerten lassen und benutzen lassen, um die Truppen zu verbessern. Schön, noch 32 davon, wunderbar. Armbrustschützen. Und hier, ja, klar, Stammeskrieger. Ja, okay. Die Schurken. Deine Verbrecher, die glauben, mich hier angreifen zu können. So, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Perfekt. Versuchen wir das Ganze nochmal. Rekruten. Jawohl, dankeschön. Oh, ein Kohl. Ich freue mich über den Kohl. Wie man sich über so einen einfachen Kohl freuen kann. Unglaublich, oder? Ja. Ah, das wird jetzt öfters passieren. Wir werden jetzt noch eine ganze Weile unsere Dörfer hier angreifen. Was sind für einer? Der scheint auch ziemlich stark zu sein, oder? Ja, Ritter, Scharfschützen hat er ordentliche Anzahlen. Hat viele und gute Krieger. Das ist nicht schön. 300 Leute, die man vertrimmen muss. 300 unterwegs und nochmal 100 in der Burg. Ja, Kinder, ja, ich weiß. Nee, das hat alles noch keinen Sinn. Wir haben keine Truppen, unsere Truppen sind noch Rekruten, alle gar noch zu schwach. Wir ziehen uns mal zurück. Erlauben unseren eigenen Leuten da ein bisschen Stress zu schieben im feindlichen Land. Werden uns ausbilden, ausrüsten vor allem auch. Und wenn wir da endlich auf einen grünen Zweig kommen, dann ziehen wir los, greifen den Feind an und nehmen uns wieder zurück, was einst schon mal uns gehört hatte. So, ab in die Schenke, da gibt es doch bestimmt noch irgendwelche willigen Krieger. Ja, leider unerfahren. Hier nochmal einen Humpen schmeißen, wir wollen ja noch beliebt werden. Akzeptiert, ist doch schon mal ein Anfang. Dann noch runter nach Tulga. Versuche jetzt auch weniger von den Kergit-Soldaten einzusammeln, weil berittene Bogenschützen sind echt stark, aber nicht auf meiner Seite. Die sind da immer... Ja, ich scheue mich immer ein bisschen davor, die loszuschicken. Und deshalb baue ich die auch immer zu Lanzenreitern und die Lanzenreiter sind halt eben nicht so stark. Was? Die Region hat die... Wirklich? Wieder? Oh, da muss man ein Dorf gehabt haben. Also nicht ganz so schlimm. Bin ich zwar immer wieder... Ja, komm du Tier! Verprügel dich, du wirst nie wieder eine Königin beleidigen, du Hund, du! Ich mach dich fertig! So, war lustig. Okay, dann eben keine Armbrust. Geh nochmal auf Seite, Frau. Dankeschön. So, Ende.
Ja, es war trotzdem eine Verschwendung von Leben. Der hätte vielleicht besser in meinem Heer gekämpft, wenn er schon so kampflustig ist. Aber nein, wieder einmal stellt sich der Pöbel gegen mich, obwohl ich doch nur das Beste für ihn will. Für sie will. Da habe ich mich selbst verraten. So. Achso, ich könnte die blöde Waffe noch loswerden, die er mir da gelassen hat. Auch keiner. Verwaltung der Stadt, hier läuft's. Ich könnte noch mal nach Nara. Da gibt es bestimmt noch was zu holen. Ja, und hier die jüngst verteilten Sachen sind alle gar zu den Nord übergewechselt. Da bin ich ein bisschen, ja, ein bisschen stinkig bin ich da schon. Finde ich nicht gut. Gut, muss ich mal schauen, wie ich dann die nächsten Leute hier erstmal ein bisschen besser auf meine Seite krieg und vor allem da halten kann. Mal in der Schenke vorbeischauen. Haben wir nochmal ein paar Soldaten gekriegt. Können wir hier vielleicht nochmal ein... Nein, können wir nicht ein Getränk ausgeben. Schade. Oh, Honig. Super, endlich mal was Richtiges zu essen. Wurst. Und Trauben. Juhu, sage ich denn nur. Juhu. Richtige Nahrung. Doch super. So, was können wir noch tun? Wie stark sind denn unsere Truppen? Ein paar sind stärker geworden, das ist ja löblich. Armbrustschützen. Hier machen wir Veteranen draus. Armbrustschützen. Sehr schön. Sehr schön. Gehen wir jetzt noch ein paar von hier abholen. Mit etwas Glück sind es jetzt kriege ich noch ein paar swadische Truppen zusammen. Die kann ich dann zu Armbrustschützen ausbauen. Wenn die dann nämlich im Kampf getötet werden, kann ich deren Armbrustbolzen aufsammeln und weiterballern. Vor allem bei Belagerungen sehr gut. Also eigentlich nur für Belagerungen sehr gut, weil auf offenem Feld reite ich eigentlich mit der großen Badisch in der Hand rum. Da gebe ich mich mit sowas gar nicht ab. Die Fernkampf außer dem ersten Schuss natürlich. Von dem wissen wir ja, dass ich vom Pferd erstmal einen Schuss mache und danach, ja, hört nicht auf. Es hört nicht auf. Und danach geht es ja für mich im Nahkampf weiter, weil ich auf dem Pferde nicht nachladen kann. Ah, okay. Die meisten beruhigen sich nochmal. Sind nochmal. Laserlied steigt auf. Ja, super. Es wurde auch Zeit, dass aus dir mal was wird. Stärke natürlich. Und Schlagkraft. Und der Rest ist eigentlich egal. Dann werde ich mal sagen, Zweihandwaffen. Weil es keinen Unterschied macht. So, bestens. Die anderen haben sich natürlich auch verbessert. Das sollte ich auch mal honorieren. Belgier Reiterei. Er geht. Schwertkämpfer, Elite-Schwertkämpfer werden das. Das werden Rekruten. Nein, sind Rekruten. Das heißt, die werden erstmal in ferner Zukunft irgendwann nützlich. So, ein fröhlicher neuer Tag beginnt. Unsere Fürsten haben alle Hände voll zu tun, gegen zwei Reiche gleichzeitig zu kämpfen. Das scheint die echt zu überfordern. Zumindest zu fordern. Also ob sie überfordert sind, weiß ich nicht genau. Wir sind aber noch nicht bereit, einen großen Gegenangriff zu starten und
wüsste auch nicht genau, wo ich ansetzen soll, weil da unten, das springt ja auch gleich alles wieder ab, das Pack für den Nord. Und hier bei Rodok, da können wir auch erstmal gar nichts machen. Also ich würde sagen, wir fangen gleich hier oben an. Eigentlich gar keine schlechte Idee, hier oben anzufangen, uns hier einmal durchzukämpfen, was geht. Klack, 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 klack. Dann hätten wir oben den ganzen Nordosten so ein bisschen befreit. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir am besten, indem wir erstmal über die Städte reisen. Und sobald wir dann alle Städte durch sind, haben wir dann bestimmt auch genug Leute aus den Schenken rekrutieren können. Vielleicht haben wir schon ein paar gute mitholen können. Lösegeldhändler. Ja, leider brauche ich dich im Moment nicht. So, da haben wir doch mal ein paar wieder Ausgebildete. Sehr schön. Das ist die, ja, Emira. Brauche ich eigentlich auch nicht. Chunkwirt könnte ich ja nochmal dazu überreden, dass er hier einen Humpen für jeden hergibt. Sehr schön. Ja. Ich werde jetzt nicht müde, nach dieser einen ominösen Waffe zu suchen, die ich da so gerne hätte. Und Lebensmittel einkaufen. Also, wie gesagt, Geldprobleme haben wir keine mehr. Deshalb können wir hier ruhig uns die Bude vollstellen mit dem ganzen Kram. Wir müssen nichts erobern und dann irgendwo hintragen. Darauf sind wir gar nicht mehr angewiesen. Unsere Städte, unsere Dörfer und vor allem unsere Fabriken produzieren genug Geld. Ja, nochmal in Kurov einkehren. In Kurov können wir dann noch mehr Soldaten rekrutieren. Dann ziehen wir bis zum Norden, schauen uns an, wie stark da oben die Verteidigung ist. Ach, Karawanenwachen. Dann noch ein verzweifelter Bauer. Na gut, ich nehme die Karawanenwachen mit. Verzweifelter Bauer, bitte sprich. Welches Dorf ist es? Die Bache. Der Markt sagt, meine Waffe ist immer noch nicht da. Ich kann hier noch einen Wurst und einen Honig abgreifen. Mache ich doch auch gleich. Und eine Fischli. Fischli ist auch nicht schlecht. So, sehr schön. Dann retten wir noch kurz das Dorf. So viel Zeit muss sein und wir wollen ja auch mit einer großen, glorreichen Schlacht und einem Sieg natürlich diese Folge hier beenden. Denn danach ist es soweit. Nach der Schlacht können wir die Folge beenden und sollten dann in der nächsten Folge die Rekrutierungen auch beenden können. Und kurz danach werden wir uns wieder in große Kriege stürzen. Noch einmal hier von der vom Ross runtergehackt. Und schon haben wir hier ordentlich den Feind vertrimmt. Das ist super. Mit denen geht's noch. Wenn aber elite Krieger da unten rumstehen, dann hat man ein Problem. Wenn man mal wirklich in so einem Pulk hängt. Die machen auch noch richtig Schaden. Die scheinen immer mehr Schaden zu machen, als wenn meine Waffe schadlich werden würde und deren nicht. Ja. Ich glaube, wir sind gleich durch. Da ist noch einer. Der wird jetzt aber schon von allen angegangen. Ja, perfekt. Wieder mal ein glorreicher Sieg. Ohne komplett ohne Verluste. Noch nicht mal die Bauern haben einen verloren. Ja. Wir weisen das Angebot zurück. Rekrutieren noch schnell ein paar Leute. Schauen nach. Nein, das Hähnchen wollen wir nicht. Und dann, ja. Komm. Das soll's gewesen sein. Für diese Folge zumindest. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.